Ich weiß aber, es sieht schon wieder so sonnig aus. Vielleicht haben wir ja auch ab morgen erstmal schon wieder Frühling. Weil irgendwie mit dem Ding bin ich auch noch nicht so zufrieden, ne? Mit dem Zaun hier. Der könnte kleiner sein, einfach nur damit man nicht... Damit man nicht auf die Fresse fliegt. Ich weiß gar nicht, ob das Ding noch genutzt wird hier, ey. Irgendwas zum Töten hier? Nö. Hau den Steg erstmal fertig. Ja, kann ich ja. Aber das Ding ist, wenn ich jetzt ein Dach baue, was eigentlich recht schnell gehen sollte, dann kann ich ja die Zwischenböden da auf den Steg wieder. Denn ich wollte jetzt nur keinen... Ich wollte das Dach nur nicht einreißen, damit mir da drin in der Bude nicht so kalt wird. So, wo ist Kevin jetzt? Da. Kevin. Kevin. Folge mir. Nein, mache ich nicht. Ich bringe mich nicht um. So, Kevin. Und jetzt... Gut, Kevin legt los. Das heißt, wir werden, glaube ich, wieder Besuch bekommen. Das Gute ist, wir haben jetzt ja hier The Terminator. Alter, der hat gerade mal angefangen, auf den Baum einzuhacken. Schon wird geschrien. Guck, da ist schon die ersten zwei kommen. Es ist unglaublich. Alter, lieben die ihren Wald. Ja, ich seh's. Oh, das war aber leise. Also ich weiß... In dem Stream mit Malibu war das Ballern lauter. Ach, wir haben die ja kombiniert. Dann ist es nicht mehr so laut, bestimmt. Das wird's sein. Das wird's wahrscheinlich sein. Das Schöne ist, er kommt ja jetzt nicht rein. Ne? Du, ey, du hast doch die Knarre. Würdest du mal da draußen was regeln? Sonst muss ich den wieder wegnehmen. Was ist denn der jetzt? Ist er bei Kevin? Nee, ne? Das war laut. Das war laut und klang, als wenn er direkt neben mir steht. Aber ich sehe hier nicht mal einen. Da ist er! Ach, der ist über den Zaun geklettert. Ach, da bist du ja wieder. Herrlich. In Bäumen sind Astlöcher drin, die wollen die Eingeborenen nicht hergeben, ja. Das kann sein. Kevin ist die Konkurrenz. Ah, herrlich.
Hier, guck mal, wir haben genug davon, Alter. Wir haben genug davon. Hier, $24. Immer rein, immer rein. Ist jetzt entspannt mit Bärbel und Knarre? So. Ist schön. Ich finde das toll, dass du auf mich aufpasst. Das ist wirklich... Mach wieder zu, ne? Ich weiß nicht, ob ihr die aufkriegt, aber ich hoffe schon. Das wäre sonst echt blöd, wenn die jetzt hier den das nicht aufkriegen. Das wäre echt blöd. Man sieht hier auch nichts, ne? Ungefähr das Wetter übrigens, das war heute. Also bei mir ist jetzt Freitag, der 10. März. Für die Leute nachher auf YouTube. Ungefähr so sah es bei uns heute Morgen auch aus. Mit, ja, ich glaube so 16, 17, 18 Zentimeter Schnee. Toll. Ich habe gerade seinen Arsch angezündet, ja. Ich bin auch... Das ist... Sieht man das nicht? Da kam eine Stichflamme raus. Brauche ich das überhaupt? Ich glaube ja, ne? Ich muss mal gucken. Mit dem Tor finde ich jetzt echt gut. Das macht die ganze Sache ein bisschen entspannter. Ja, Fahrt zur Arbeit war heute richtig gut. Hab 2 Stunden gebraucht statt eigentlich 40. Oh, Alter! Hast du das vorher mit einberechnet oder bist du zu spät auf Arbeit gekommen? Da muss ich gleich hochlaufen. La 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 la. Ja, bei mir ist auch gerade der 10. so ein Zufall. Och, Bärbel, musst du dich immer hier so auf die Treppe legen? Leg dich doch ins Bett, dann komme ich dazu. Nee, war 1 Stunde zu spät. Bin aber schon 1/4 Stunde eher raus, um mein Auto frei zu machen. Geht eigentlich ein Spitzdach mit allen 4 Seiten Dachschräge? Das wird schwierig, glaube ich. Weil man ja, glaube ich, hier in die Schräge noch keine reinzimmern kann. Okay, so, warte. Hier schräg hoch und hier schräg hoch in die Richtung, genau. Also muss der noch dahin. Boah, Entschuldigung. Kleines Bäuerchen gemacht. Aber wir werden das alles versuchen, Schmerzer. Wir werden das alles versuchen. Oh, ich höre Action. Ich höre... aber ich weiß nicht wo. Oh, da. So. Boah, der jagt Bärbel. Das gibt's ja wohl nicht. Bärbel, dreh dich um, du hast doch eine Knarre. Schieß ihn die Rübe weg. Mach ihn weg. So.
Das Ding ist, ich glaube, ich brauche gar nicht. Ich kann das ja alles wieder wegreißen, ne? Das ist. Also das erste wäre ja hier schräg. Hier schräg. Bop, bop, bop. Einen hat es zerteilt. Wo ist jetzt der andere groß? Ah, da ist einer noch. Jetzt frisst er seinen Kollegen. Guten Appetit, würde ich sagen. Ach, du bist noch zu dicht dran. Ich wollte eigentlich gerade die Falle wieder aktivieren. Ein Nachteil hat das hier mit der Tür, ne? Ich komme immer dann von der anderen Seite nicht rein. Ich glaube, das war beim ersten Teil, glaube ich, auch so, ne? Jetzt muss ich keine Knochenpfeile craften kann. Das finde ich doof. Schieß, Bärbel, schieß. Oder hast du keine Munition mehr? Ich weiß gar nicht, wie das ist. Zum Wohl. Ja, du musst dein Haus noch eins weiter bauen, dass das funktioniert. Ja, ja, das ist ja das, was ich vorhin schon gesagt habe. Ne? Schräge da und dann nochmal schräge da. Dafür muss ich aber das Haus wenigstens noch ein weiter bauen. Da hast du recht. Bärbel, was mit deiner Knarre? Sag jetzt nicht, die hast du verloren, Alter. Denn ist aber richtig Alarm. Keine Knarre mehr in der Hand. Ah. Kann nicht dein Ernst sein, Bärbel. Kann nicht dein Ernst sein. Verdammt, ich wollte nicht schießen, sorry. Oh, toll. Ah. Das war's schon. Für meinen Pfeil wieder. Jetzt muss ich es hier mit einem Pfeil bewältigen, oder was? Ah, ich komme hier nicht weg. Da bist du denn deppert? Ein Pfeil, Alter, ich fasse es nicht. Irgendwo muss hier noch einer sein. So, hier aber auch eigentlich. Naja, okay. Alter, hat die jetzt echt ihre Knarre verloren, die doofe Kuh? Das wäre echt blöd. Ach, scheiße. Das meine ich mit der Tür hier, ne? Ah.
Na, fängt die Feuer? Nee, ne? Scheiße. Das war so toll. Oh! Gott! Na toll. Ja, nee. Es geht da rein, oder was? Mit den Pfeil, Mann. Ich fass es nicht, ey. Ah. Jetzt habe ich mich aber auch erschrocken. Ja, ey, komm, der war doch auch schon wieder so. Auf einmal stand er da. Was soll das? Ey, so geil in Hardcore-Schleichen können die nicht sein. Oh, es ist schon wieder zu. Ja. Echt mal, da steht der Psycho hinter mir. Komm schon. Ach so, doch. Ich wollte sagen, eigentlich kann ich doch 4 Stück, oder nicht? So, da fehlt jetzt nur einer. Eben hat er mir den angezeigt. So. Das Ding ist, ich glaube, ich brauche doch den Stab da in der Mitte, ne? Ich muss mal eben speichern, echt. Das war ja schon wieder heftig, ey. Aha. Ich glaube, ich muss hier mal zumachen, oder? Das ist, glaube ich, keine schlechte Idee.
Ja, ich weiß, dass ich eine Schräge weiter hoch muss, Mensch. Zwei in die Richtung hoch und zwei in die andere Richtung. Habe ich doch schon alles gesagt. Kriegen wir das da hin? Nee, ne? War klar. Doch. So, jetzt ist da zu. Müssen wir da allein nur noch Spitzen hinmachen und dann läuft es. So. Das war gut. Balancieren ist nicht so meins. So, jetzt muss ich da und da noch einen raufstellen und dann müssen wir noch einen weiter hoch. Mal gucken, wie gut das alles klappt. Bärbel ist hier irgendwie die ganze Zeit runter. Ich weiß nicht, was ihr Problem ist gerade. Also ein bisschen sieht man Kevin noch, aber durch den Schnee gerade nicht so. Also das Gute ist, wenn die Bäume weg sind, ne? Dann können die Ureinwohner hier, die können dann nicht mehr auf die Bäume klettern, ne? So. Oh, das war der falsche. Wieder einer da? Ich höre irgendwie komische Geräusche. Geht nicht? Warum kann ich die nicht wegnehmen? Weil die da draufstehen oder was? Scheiße. Na, hätte ich vorher machen sollen. Das geht. Aber die nicht. Reiße ich das jetzt nochmal eben ab? Damit ich die da rausnehmen kann? Weil es ist ja geil, wenn man so nach oben gucken kann, ne? Boah. Ey, was ist denn los? Der Kronleuchter, das kann's auch sein. Dann muss ich den Kronleuchter hier ranhängen. So mittig, würde ich sagen, so.